So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise es ist wieder Samyang Sunday. Und vor ganz langer Zeit hat der Fahrer mir mal was mitgebracht, das ich nicht kenne, was ich noch nie hatte, was ich heute mal testen möchte aus dem Samyang-Universum, was aber nicht zur typischen Samyang-Bulldog-Reihe gehört. Das sehen wir nämlich an verschiedenen Merkmalen. Erstens sieht diese Tüte anders aus als die normalen Samyang-Bulldog-Tüten. Die sind nämlich meistens so, ja, rechteckig. Und die, na gut, die ist auch rechteckig, aber die ist irgendwie hochkant und deswegen sticht die schon mal heraus. Vom Design, vom Druck ist das anders. Dann ist es kein Samyang Bulldog. Es ist ein Samyang Produkt, aber es ist kein Bulldog. Typisch für die Samyang Bulldog Produkte ist ja immer das Spicy Chicken Flavor und dass dann Hühnchen drauf ist. Und zum Beispiel hier auf der Tüte, das ist ein typisches 5er-Pack Samyang Bulldog, obwohl das eine recht seltene Sorte ist. Bulldog ganz groß und immer ist da irgendwie so ein blödes Hühnchen mit drauf. Hier haben wir aber, ich weiß nicht mal was es ist, ein Hamster, eine Katze, aber es ist trotzdem von Samyang. Hier oben ist der Schriftzug Samyang, weil das ein Geschenk war. Ich selber hätte mir die wahrscheinlich gar nicht gekauft, weil ich nur die ganz normalen Samyang Bulldog rein versucht durchzutesten. Aber der Fahrer hat es mitgebracht, hat gesagt, probier die mal, die schmecken echt gut. Das sind Samyang Hot Pepper Stir Fried Ramen Nudelles Ramen Sauté au Pimentfort. Kann ich nicht lesen? Hier steht nochmal Hot Pepper Flavor. Wir sehen also eine Katze vor einem Teller Ramen. Wir sehen, dass die 15.03.24 abgelaufen sind. Hier eine Katze nochmal mit dem Helm im Weltall. Da steht Salz. Und hier unten steht irgendwie einfach so Pfeffer. Ich habe mir das mal durchgelesen. Ich dachte vielleicht, ah, das ist bestimmt auch wieder so eine Suppe, wo du ganz viel Brühe hast. Aber nein, ist nicht. Hier steht wirklich bei den Cooking Directions: Add Noodles into 600 ml of boiling water. Ich mache immer 500 ml im Topf. Cook for 4 minutes and 30 seconds. Also 4 Minuten kochen und 30 Sekunden, dass die Nudeln halt gut werden. Please remove water from noodles. Das ist das Wichtigste, weil meistens kippt man dann einfach das Pulver noch hinten rein, rührt alles um und hat dann eine fette Suppe, aber das Wasser muss dann weg, dass du nur die Nudeln hast und nicht 8 Löffel voll beibehalten, sondern wirklich das ganze Wasser weg. Dann add the powder flakes in oil, dann das Puder drauf, die Flakes drauf und das Öl drauf. Also, obwohl meistens die Suppen haben ja eigentlich ein Ölbeutelchen dabei. Öl auf Pudernudeln mit Flakes und stir well and serve. Also, dann schön die Haarfrisur kämmen und mit dem Surfbrett wegfahren, fliegen. Also, servieren. Servieren und rühren. Jetzt muss ich das Tütchen mal aufmachen. Denn da müssten ja jetzt also drei verschiedene Sachen drin sein. Ich packe mir das ja eh mal hier in den Topf. So, in den Topf. Da haben wir hier jetzt unser Nudelnest. Sieht auch anders aus als die normalen Samyang Bulldog Nudeln. Es ist zwar ein Netz, was wieder so rechteckig ist, aber die Nudeln sehen etwas dünner aus. Die sehen dünner aus, die wirken irgendwie leichter. Die haben jetzt schon, wenn ich dran rieche, eine leicht pfeffrige Note. Das finde ich interessant. Hier haben wir jetzt, ach hier, Step 1. Step 1, Hot Pepper Stir Fried Ramen Powder. Das ist das Puder. Das ist dann also, das sind die Flakes. Die gucken wir uns aber gleich alle richtig an. Und hier ist natürlich das Öl. Was ich jetzt aber nicht verstehe. Ach so, Step 1 ist Puder und Öl. Irgendjemand hat ja auch mal gesagt, wie kann man machen, dass so Puderzeugs besser an die Nudeln haftet. Man soll ein bisschen Öl ranmachen und dann Puder drüber. Da ging es um die schärfsten Ramen der Welt. Nicht Samyang, sondern die anderen. Und danach kommen erst die Flakes dran, obendrauf. Wenn man das Puder ölig an die Nudeln rangeklebt hat. Jetzt müssen wir aber erstmal das Wasser kochen. Wir wollen ja sowieso dann alles hier auf den Teller schmeißen und gucken, wie das dann aussieht. So, die Nudeln sind fertig. Ich habe das Wasser auch schon abgegossen. Wir haben die jetzt hier aufgefangen in dem Nudelnetz. Ich stelle das immer gerne so hier hin auf meinen Topf. Das sieht nämlich cool aus. Möchte das ja aber auf diesen Teller machen, damit ihr das besser seht. Wir kippen also
die Nudeln auf den Teller und irgendwie sieht es jetzt trotzdem original aus wie Samyang Bulldog Nudeln. Soll ich so dreist sein und soll die Samyang Bulldog Hot Pepper nennen, obwohl es keine Bulldogs sind, es ja aber trotzdem so aussieht von der Sache her. Die sind ja bestimmt auch scharf und ja, das sind für mich Samyang Bulldog Nudeln. Fertig. Jetzt brauchen wir das Step 1 Powder. Wir nehmen das Tütchen mit dem Puder, reißen das mal hier oben auf. Wie gesagt, die Nudeln riechen eigentlich ein bisschen pfeffrig, warum auch immer. Haben jetzt hier richtig braunes, pfeffriges Puder drin, was auf die Nudeln kommt. Einfach reiner Pfeffer in die Tüte reingeschmissen und dann zum Essen. Guckt euch das doch an. Sieht das gut aus? Ja, ich weiß es nicht. Einfach nur braune Pampe. Jetzt Öl. Das Öl hat bestimmt keinen Geschmack, kann ich mir vorstellen. Der Geschmack soll von dem Pfeffer kommen. Das Öl ist nur dazu da, dass das Pfeffer an den Nudeln haftet. Wie macht man das jetzt am besten? Wir nehmen das und das einmal so ein bisschen so oben drüber. Jetzt könnte man sagen, ja, da brauchst du mehr Öl, aber je mehr Öl, desto ekliger wird es ja auch. Das ist ja dann alles schmierig, das schmeckt ja dann nicht. Das ist ja alles Pups. Ne? Jetzt nehmen wir noch unsere Flakes. Vor allem steht da 1 und hier steht 2, Step 2. Aber für mich war das ja jetzt schon der zweite Step, das wäre jetzt der dritte Step. Oder muss ich das jetzt erst rummachen, bevor ich dann die Flakes drauf mache? Ja, wir können es aber probieren, wenn wir die Nudeln nehmen, die jetzt leicht ölig sind und hier durch dieses Pfeffer durchschmieren, in der Hoffnung, dass das Puder sich an die Nudeln haftet, was irgendwie nicht so gut funktioniert, aber man soll das so machen und du machst hier einfach Pfeffernudeln. Okay, auch wenn man es nicht so sehr sieht, ist das wahrscheinlich ein bisschen dran, denn ich habe andere Stellen jetzt hier, die sind richtig weiß. Und der Rest der Nudeln ist trotzdem leicht bräunlich, nicht so krass braun. Das sind nur ganz einzelne, aber der Rest sieht auf jeden Fall interessant aus. Jetzt haben wir das alles ein bisschen rumgemacht. Wir hätten jetzt schon Pfeffernudeln, brauchen aber noch Flakes. Und was sind da für Flakes drin? Für mich sieht das nochmal aus, als wären da lauter Pfefferkörner. Da fliegt nämlich einiges rum. Normal haben wir immer Sesam und Algen. Hier haben wir... Boah, das riecht wirklich richtig stark pfeffrig. Das verteilen wir jetzt hier drauf. Also da sind Flakes dabei. Okay, sieht aus wie Röstzwiebeln. Und dann habt ihr auch lauter schwarze Punkte. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall nochmal ein Foto machen. Für Instagram auf jeden Fall. Dafür stelle ich euch hier rüber. Und leg mir den Teller mal so zurecht. Mach jetzt mal hier ein Bild. So, und nochmal ein mit der Tüte dabei. Da sieht man wieder den ganzen Müll im Hintergrund. Warum auch immer der Tisch voll liegt mit lauter Sachen, das ist ja, weiß ich nicht. So, keine Ahnung. Ihr könnt es mal rumdrehen und könnt es euch mal zeigen, dass ihr das mal seht. Seht ihr das? Das ist halt eine GoPro. Die hat keinen Fokus, die hat keinen Zoom, die hat kein gar nichts wahrscheinlich. Aber hier sind überall jetzt ganz leicht diese ganzen Pfefferkörnchen drauf. Diese Röstzwiebeln, irgendwas. Es riecht auch alles mega pfeffrig. Ich bin absolut kein Pfefferfreund. Da bin aber mal gespannt, was es jetzt kann, wie das schmeckt. Wir nehmen einfach oben jetzt mal eine Gabel raus. Stecken die uns in den Mund. So, also einfach so, warte mal, ich habe das Thumbnail vergessen, Mensch. Das müssen wir doch so hier reinhalten. Pfefferrahmen. Bulldog ist es nicht, aber trotzdem von Samyang. Schmeckt irgendwie süß, irgendwie salzig, irgendwie pfeffrig, irgendwie alles gleichzeitig, aber irgendwie schmeckt es richtig genial.
Also mir gefällt der Geschmack. Ich bin gerade sehr positiv überrascht. Und trotzdem kaust du immerzu und merkst überall ganz kleine Fitzelchen, wo du dir denkst, das darf doch so nicht sein. Das muss doch bestimmt in der Brühe, in Wasser aufgelöst werden. Und so würde man das bei anderen Sachen machen, wenn man den Stew-Type zum Beispiel nimmt und statt in der Brühe einfach das Pulver auf die Nudeln kippt, kaut man auf irgendwas rum und denkt, boah, ja, oder Salzkristalle, die sich nochmal auflösen würden, um die Brühe schön zu würzen. Aber nein, es steht ja extra drauf, please remove water from noodles. Keine Rückstände, kein gar nichts und dann einfach draufhauen. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Nehmen wir eine zweite Gabel von hier hinten. Also du durchlebst gefühlt wirklich alle Geschmacksrichtungen gleichzeitig. Ich kann mir vorstellen, dass manche sagen, das kannst du so nicht essen. Aber ich finde es mega interessant. Es ist auch scharf, aber es ist trotzdem angenehm. Es ist nicht zu scharf. Ich glaube, die normalen Samyang Buldak Variationen, egal welche du nimmst durch die Soße, sind auf jeden Fall definitiv schärfer. Das ist angenehm, das ist mild, aber das ist gewöhnungsbedürftig durch die ganzen Körner. Ich habe leider nur dieses eine Päckchen da. Ich glaube, wenn ich nochmal irgendwo bestelle und sehe, die würde ich mir sogar auch mal im Fünferpack gönnen, weil ich finde, die sind wirklich verdammt gut. Danke an den Fahrer, dass sie mir so ein Päckchen mal mitgegeben hat, weil die ihm auch geschmeckt haben. Das ist das erste Mal damit und ich bin überzeugt. Ich werde den Rest jetzt hier noch essen, vielleicht im Zeitraffer. Mal gucken. So, der Teller ist jetzt leer und ich muss auch sagen, je weiter ich gegessen habe, desto besser fand ich es nochmal noch genialer. Neben den ganz kleinen schwarzen Pfefferkörnchen, die da drin waren, sind ja auch wie, ich denke immer noch, das ist wie so eine Art Röstzwiebeln gewesen. Das ist ein zwiebeligen Geschmack, einen pfefferigen Geschmack. Ich kenne das von Sandras Papa, wenn der immer irgendwie was kocht oder so. Der würzt so viel einfach mit Pfeffer und macht viele Sachen auch immer sehr scharf, sehr pfeffrig. Das könnte auch von ihm sein, sein Rezept. Und was mir einfällt, was man jetzt vielleicht dazu essen könnte, wäre Gulasch. Stellt euch mal vor, ihr macht Gulasch, einfach nur das Fleisch und gönnt euch dann so eine Portion Pfeffernudeln dazu. Das muss ja gut sein. Nudeln mit Gulasch kennt man. Gulasch immer pfeffrig machen, wie es der Opa da macht. Ne? Aber die Nudeln zu dem Gulasch, dass du noch eine Fleischbeilage hast, das wäre bestimmt auch richtig genial. Jetzt bin ich aber nicht nur kein Pfefferfreund, sondern auch kein Gulaschfreund. Aber mit den Nudeln bin ich zum Pfefferfreund geworden, denn die würde ich auf jeden Fall immer wieder essen. Aber versuch das nicht selber zu machen. Ich glaube, wenn du dir einfach Samyang-Nudeln nimmst ohne Soße, machst du einfach 10 Tonnen Pfeffer drauf. Es wird niemals so schmecken wie diese Packung. Also lass das sein, überlass das den Samyang-Profis. Das war's von meiner Seite aus. Finde ich mega genial, wirklich. Wenn ihr die seht, probiert die. Absolut genial, komplett was ganz anderes wie die anderen Buldak-Reihen. Ich bin überzeugt. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.